Okay, guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zu meiner Morgenroutine auf einem Festival. Fertig. Geduscht wird erst wieder, wenn sich der Staub als zweite Hautschicht auf der Haut abgelegt hat. Außerdem waren wir gestern baden. Meine Fingernägel sind wieder sauber. Und jetzt ist es windig. Und jetzt gehen wir Merch kaufen. Wir gehen jetzt shoppen. Mädelstag. Nee. Kommst du mit? Ich glaube, ich chill hier noch ein bisschen. Nein, Conny bekommt sein Bier und wartet. Nee, muss nicht sein. Atmen fällt hier mittlerweile übrigens auch recht schwer. Und wenn man ganz genau hinhört, die Augen schließt und auf dem Campingplatz lauscht, hört man immer irgendwo jemanden husten. Das ist schön. Und Eva ist ihr Tzatziki, dass sie seit 3 Tagen in der Sonne stehen lässt. Und es ist anscheinend immer noch gut. Da sind gute Konservierungsstoffe drin. Ne? Sold my soul to the devil, said you don't need your heart. In this world full of trouble where the madness won't stop. And they take advantage and they run for the hills. Cause life is hard, they swallow the pills. Being lonely, I was the king but not the king of anything. Being lonely, being lonely. So guys, wir haben uns jetzt ein Eis. Ew. Also was ich sagen wollte, wir haben uns dann Eiskaffee geholt und ich zeige euch jetzt, was wir eingekauft haben. Wir waren nämlich shoppen. So, Eva, fang mal an. Also. Ein Wickelkleid. Ein Wickelkleid. Natürlich alles Secondhand, weil wir sind richtig. Ja, richtig. Wir waren nämlich Secondhand einkaufen. Dafür, dass wir gerade eben hier einen Plastikstrohhalm benutzen, waren wir aber wirklich Secondhand einkaufen und nur Organic Stuff und so. Und ein Hemd. Zieh das Hemd doch mal an, Eva. Nein, wir machen gleich noch Lookbook. Ich habe mir auch was gekauft. Wir haben uns nämlich beide ein Hemd gekauft. Einmal hier. Ich mutiere hier noch zum Hipster. So, die Cap habe ich mir übrigens auch gekauft. Und irgendwann sehe ich komplett aus wie ein Touri-Hipster. Teil einer Gang geworden und wir gehen jetzt zum Milky Chance und da ist es halt so übel voll und übel staubig, deswegen habe ich mir jetzt, bin ich jetzt Gang-Mitglied geworden. 6ix9ine, Trayway. Ost. Ja. So, ich glaube, ich beende jetzt einfach mal so alle Vlogs hier über Seagate. Ich schneide euch noch so das Best of, was jetzt noch alles passiert, zusammen und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn ich was in meinem Leben erlebe. Ja. Okay, tschüss. Screaming up! Gentlemen!
Sie das?